Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, hier ist Schneider. Ich rufe an Hi. wegen der. Bitte? Ich sagte Hi. Heil? Das sagt man aber Hi. nicht mehr Hi. heute. Nein, Hi. Hi wie Hallo. Ja, hallo. Ich rufe an wegen dem roten Paket. Ja, ich freue mich, dass Sie anrufen. Ja, Ja, danke damit schön. ich Ihnen das Geschenk auch zuschicken kann, benötige ich zuallererst ein paar wenige Angaben. Wie ist denn Ihr Vorname? Rainer? Mit AI oder Ja, I? ganz wichtig mit AI. Vielen Dank. Und der Nachname? Bitte? Der Nachname. Winkler. Winkler. Ja? Vielen Dank, Herr Winkler. Ja? Und die Postleitzahl? 91448. Und die Straße, in der Sie leben? Alt-Schauerberg, das ist ein Wort. Nummer 8. Ja, Nummer 8. Das ist in Emskirchen. Das ist korrekt. Und Herr Winkler, bitte einmal zur Volljährigkeit Ihr Geburtsdatum. Nochmal bitte. Ihr Geburtsdatum, Herr Winkler. Ja, das ist der 8. Mai 51. Verstehen Sie mich jetzt besser, Herr Winkler? Ja, ich verstehe Sie die ganze Super, Zeit. okay. Nee, manchmal kommt das nicht so an, ja? Ich hatte da mal einen Zwischenfall bei der Jagd mit einem Eichhörnchen. Das hat mich, sagen wir mal, leicht versehrt zurückgelassen. Also, das Ach, Herr ist da Winkler. keine Frage der Leitung, sondern Ja? das ist ja nach wie vor Schrapnell drin, das Inoperable, ne? Ach Gott, wurden Sie gebissen vom Eichhörnchen, oder? Nein, nein, also ich wollte mich anschleichen. Ich habe die haben ja immer so orange Warnwesten an, die Jagdmannschaften. Und ich habe die Ja. ausgezogen, damit das mich nicht sieht. Dann habe ich aber auch die Ja. Kollegen nicht gesehen und der eine hat mit Schrot geschossen. Naja, es ist gut, es ist glimpflich gelaufen. Wenn das jetzt Gott sei Dank. eine 762 gewesen wäre, da wäre ich hinüber, weil Schrot, das streut ja. Und ich war so da, Mama. Das Gericht sagt 23 Meter entfernt, ne? Das sag mal, ich hab Glück gehabt, aber das hat Ich halt wollte gerade sagen. das Ohr erwischt, ne? Das ist dann nicht immer so einfach mit dem Höheren. Naja, das glaube ich. Aber darauf kann ich ja Rücksicht nehmen, dann spreche ich einfach ein bisschen lauter und deutlicher. Ja? Ja, vor allem langsam wäre ganz wichtig, ne? Dann spreche ich auch noch ein bisschen langsamer. Das ist so toll von Hier. Ihnen. Sehr gerne. Ja, klar, man muss sich ja immer nur anpassen, Herr Winkler, ne? Ja, das Anpassung ist das halbe Leben. Dann, Herr Winkler, verraten Sie mir doch mal, für welches Geschenk Sie sich entscheiden. Herr Winkler, dann verraten Sie mir mal, für welches Geschenk Sie sich entscheiden. Rot. Das rote Geschenk, okay. Und zwar, Herr Winkler, Sie werden es wahrscheinlich kaum glauben. Sie gehören doch tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Reisegutschein im Wert von 3 mal 100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trentus Touristik gewonnen haben. Sie Reisen? dürfen Das ist ja klasse. gehen, genau, Sie dürfen sich dann selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen und bekommen dann 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Das ist ja die beste Nachricht des Tages. Ich meine, ich bin noch nicht draußen gewesen. Wer weiß, was noch passiert. Aber das Ja. muss ja gut anfangen, ne? Ja, super, da freue ich mich. Das schicke ich Ihnen auf jeden Fall zu. Ja. Und damit wünsche ich Ihnen ganz viel Freude. Ja, vielen Dank. Ja. So, dann wähle ich das gleich mal aus. Oh, das ist toll. Und Herr Winkler, dann schicke ich Ihnen das zu. Ja. Ja, das Geschenk erhalten Sie in den nächsten Tagen per Post zugeschickt. Ja, und das per Post, ja, sagten Sie. Genau, Das das kommt per Post. hätte ich fast noch mal nachgefragt. Nein, alles gut. Und Herr Winkler, jetzt sehe ich gerade, haben Sie hier auch noch einmal mit Ihrem Anruf ganz großes Glück gehabt, denn Sie sind nämlich noch einmal in meine Bonusrunde gelandet. In der was bitte? In unsere Bonusrunde. Aha. Die Basis ist hier mal unser Team von nur 180 Teilnehmern, Von denn die Moorhuhn? von Moorhuhn? Nee, unser Team ist hier mal, die Basis ist nur mal unser Team von nur 180 Teilnehmern. Ja? Denn umso weniger Mitspieler, umso größer ist auch Ihre persönliche Gewinnchance.
Ja. Der offizielle Startschuss fällt am 15. März. Und wir spielen gemeinsam Premium Tipp Pro. Und ich zeige Ihnen, dass auch Sie mal die Nase vorn haben und mit uns Ja, einen Treffer landen. das war jetzt keine so tolle Referenz. Die Nase ist auch ab. Ach hey. Aber Gut, das können Sie ja nicht wissen. das können wir nicht wissen, nee. Wir sind mit unserer kleinen Gemeinschaft beim deutschen Lotto Toto Block dabei. Der große Unterschied ist, dass Sie nicht nur mit einem Lottoschein spielen, sondern gleich mit 119 Tipps pro Ziehung. Das Spiel 77 sowie Super 6 haben wir auch 10-mal mit angekreuzt. Ja. Den Jackpot kann ich Ihnen jetzt nicht gleich versprechen. Denn Das was? macht andere. Den Jackpot. Ja. Den Jackpot kann ich Ihnen nicht versprechen gleich. Das Ja. machen andere. Aber mit uns werden Sie definitiv mindestens zwei Treffer pro Ziehung haben. Woher Und wissen das Sie das garantieren denn? wir Ihnen. Durch das Spiel 77 und Super 6 Das spiele werden ich schon Sie. seit 30 Jahren. Ich habe da noch nie was gewonnen. Na, dann wird's mal Zeit. Damit Sie hier auch allein gewinnen, Herr Winkler, erhalten Sie noch als Extra Ja. jeden Samstag ein Tippfeld obendrauf. Dieser Glückstipp Was ist Ihnen bekomme dann. ich einen drauf? Nein, Sie kriegen. Sie Sie kriegen. machen mich ganz kirre in der Murmel. Damit Sie hier auch allein gewinnen, erhalten Sie noch jeden Samstag ein Tippfeld obendrauf. Ja, Ja, aber dieser sanft, Glück, ne? aber sanft, ja. Gut. Und dieser Glückstipp ist Ihr ganz persönlicher. Ja. Und wenn Ihre Zahlen gezogen werden, geht das direkt zu Ihnen. Ja. Und wie Sie ja sicherlich wissen, kostet so ein ausgefüllter Lottoschein um die 15 Euro. Naja, Bei uns das. zahlen Sie nur 2,41 € pro Ziehung. Oh, und man Und Herr gewinnt Winkler, immer. ja, und Herr Winkler, um das Lotto noch ein wenig abzurunden, sammeln unsere Mitspieler mit dem Premium Card Pro Sparprogramm zusätzlich Bonuspunkte. Oh, Die das ist können Sie immer gut. in wertvolle Markenprodukte eintauschen. Schaffst die Deutschlandkarte? Nee, das ist das Premium Card Sparprogramm. Da sammeln Sie noch Bonuspunkte. Die können Sie denn eintauschen in schöne Markenprodukte. Da kriegen Sie einen Katalog mitgeschickt und können sich denn da was aussuchen. Ja, Das ist und gut. alle Vorteile erhalten Sie hier für einen Fernbetrag von nur 59,50 € im Monat. Und es ist auch ganz egal, ob der Monat 4 oder 5 Wochen hat. 3 Monate Jetzt ist muss eine ich aber noch mal. Überschreitung. Ich habe keine, sagen wir mal, kein Abitur. Aber sagen wir, hat ein Monat nicht immer 30 Tage? Oder Das ja eben, 28 oder 31? es ist egal, ob der Monat 4 oder 5 Wochen hat. Da, Ja, es welcher bleibt. Monat hat denn 5 Wochen? Jetzt ist gerade mein ganzes Na, Weltbild manchmal, erschüttert. manche Monate haben auch 5 Wochen. Das gibt's auch. Welcher denn? Ich muss mal eben durch den Kalender schauen. Letztes Jahr weiß ich, war es der Juli. Ja, aber der hatte doch Das ist immer. nämlich mein Geburtstagsmonat. Oh ja, dann alles Gute nachträglich noch, ne? Aber das ist zwar schon ganz schön lange her, aber danke schön. Ich meine, es ist ja bald schon wieder Weihnachten, ne? Das ist ja noch nicht so Ja, wenn lange man her. im Radio haben sie eben gesagt, noch 300 Tage. 300? 300 Tage haben sie gerade im Radio gesagt, Dann ja. haben die aber Dann ist schnell. wieder Ich Weihnachten. will es gerade. Wir haben ja morgen ist ja diese. Wie heißt das, wo die Kinder. Ich komme da immer nicht drauf, wo die da immer an der Tür mit den Süßigkeiten. Wie heißt denn das nochmal? Aber morgen ist der 1.2. Ja, Ich kenne das. da gehen die ja immer rum als Gespenster verkleidet. Und dann ist ja aber auch schon bald Weihnachten. Da haben die im Radio sich. Aber das, und dafür zahle ich Rundfunkgebühren. Eben, also das, was Sie meinen, ist Halloween, Herr Ja, Winkler. genau. Das geht mir ja so auf die Nerven. Ich rufe dann Aber das immer ist der runter von meinem 31. Grundstück. Ja, das ist aber erst am 31.10. Das ist noch ein bisschen hin. Oh, das ist ja heute. Oh, na, ich hab. Nee, heute ist der 31.01. Sind Sie sich sicher? Ja,
Ich habe dir das Datum davor, also vor mir stehen. Wer hat das denn aufgeschrieben? Vielleicht hat da jemand einen Fehler gemacht. Weil das würde mich ja sehr wundern. Herr Winkler, möchten Ja? Sie bei Premium-Tipp 49 mal mit dabei sein? Ja, weil was gab's da nochmal? Ach ja, da Also, gewinnt man immer, haben Sie gesagt, ne? das ist das ganz normale staatliche Lotto, was Sie auch vom Kiosk kennen. Ja, aber dann haben Ja? mich die am Kiosk ja 30 Jahre lang verarscht, wenn man das bei ihnen weniger kostet und man immer was gewinnt, dann Na, macht das. durch das Spiel 77 und Super 6, ja, das Ja. haben Sie ja immer zehnmal mit angekreuzt, Ja. sind die Endziffern doppelt abgedeckt und somit können wir Ihnen zwei Treffer pro Ziehung garantieren. Aber wie Ja, wollen Sie das das. denn sehen, wenn das abgedeckt ist? Die Endziffern sind immer doppelt abgedeckt, somit können wir Ihnen immer zwei Treffer garantieren. Ja, Mit was der ich Ihnen jetzt. gleichen Begründung hat mich gerade am Telefon einer nach meiner Kontonummer gefragt. Ich habe ihm Ja. gesagt, wenn ich so ein Gewinnspiel bei Ihnen mache, dann müssen Sie meine Kontonummer ja haben. Und er soll die mal vorlesen. Und dann hat er gesagt, das kann er nicht, weil die verdeckt sind. Und bei Ihnen sind die das sogar doppelt. Ist ja so ein Datenschutzding bestimmt, ne? Nee, also bei mir müssen Sie auch die Kontonummer mit angeben. Ja, die kann ich nicht irgendwo abschreiben. Ja, die Beilage lag ja bei uns in der Frau aktuell drin. Ne? Ja, von Und wir sind der meiner Frau, Gewinnspielservice. weil die ist ja jetzt schon 3 Jahre tot, aber das Heft kommt Oh, immer das noch, tut mir immer leid. wieder. Ja. Ja, Weiß auch das nicht, ist ja, was ich wenn es Ihnen dagegen gefällt. machen soll. Nee, ich ist ja eigentlich nur fürs Anfeuern, ne? Für den Kamin nehme Na, ich das immer. wenn nicht, schauen Sie mal auf der Zeitung, da ist bestimmt ein Aufkleber drauf Ja? und da steht bestimmt eine Telefonnummer drauf von der Frau aktuell. Ne, die Und rufen ja immer im Januar an. Und sagen ja immer, dass die jetzt teurer geworden ist und dass ich nicht rechtzeitig gekündigt habe und dass sich das Gewinnspiel jetzt verlängert um weitere 48 Monate. Ich meine, das ist ach du ja Gott. ganz schön teuer, Aber dann das können, Gewinnspiel, ja. aber ich gewinne jeden Monat so eine Zeitung, weil die kommt jeden Monat. Aber wenn nicht, Herr Winkler, dann kündigen Sie doch die Zeitung. Nee, der hat ja gesagt, stand ja in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin, dass ich da mitmachen muss, ne? Und er kann ja nicht vertragsbrüchig werden. Nee, aber dass Sie denn kündigen und wenn Sie jetzt gekündigt haben, dann läuft das ja aus irgendwann. Aber ich weiß ja gar nicht, von wem das kommt, ne? Das ist ja immer. Deswegen sage ich ja, schauen Sie mal bei der Frau aktuell auf den Aufkleber. Da steht bestimmt eine Adresse oder eine Telefonnummer drauf und da rufen Sie mal an. Soll ich das machen? Wenn Sie die Zeitschrift nicht mehr beziehen möchten und Sie sagen, Sie wollen die kündigen, dann würde ich das an Ihrer Stelle tun, ja. Ja, können Sie mir denn stattdessen vielleicht ein TV-Programm schicken? Das müssen Sie denn mit den Kollegen dort klären. Wir Ach sind nicht so. von der Frau aktuell, wissen Sie, Herr Winkler? Ja, können Sie mich da einmal durchstellen gleich, wenn wir Auch fertig sind? das kann ich leider nicht. Das ist Aber wie nett gesagt, von Ihnen. Vielen Dank. schauen Sie gerne mal auf den Aufkleber, da ist eine Telefonnummer drauf und da rufen Sie einfach mal an. Ja? Auf den Aufkleber? Genau, auf Ihrer Zeitung ist bestimmt ein Aufkleber. Ja, vorne drauf, da steht Rainer Genau. Winkler, Alt-Schauerberg 891448 Emskirchen und irgend so eine ganz lange Nummer und die Postmarke eben, ne? Und steht da auch eine Telefonnummer drauf? Ja, nee, die brauchen ja zum Schicken nur meine Adresse, ne? Dann schauen Sie mal hinten drauf, da steht auch ein Impressum und da dürfte die Telefonnummer von der Frau aktuell draufstehen. Wo denn? Ich glaube, wenn Sie mal die letzte Seite aufmachen, dann steht bestimmt eine Telefonnummer drin. Das steht Die drin, letzte Seite vielleicht? da steht jetzt wieder das drin, also ich habe das jetzt gerade wieder in der Hand, da ist eine Nummer, da kann man sich ein rotes oder ein blaues Paket aussuchen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das traue, da anzurufen. Na, da haben Sie ja jetzt bei mir angerufen. Das bin ja ich, Herr Winkler. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich sagte, das rote oder blaue Paket bin ja ich. Ach, Sie sind die Überraschung? Genau, das ist ja dieser Trentos-Gutschein, den ich Ihnen zuschicke. Ja, wann kommt der nochmal? In den nächsten 4 Wochen. Das ist gut.
Dann kann ich ja zu Weihnachten verreisen, weil ich diesen ganzen Trubel nicht mag, ne? Ja, bis Weihnachten ist zwar noch ein bisschen hin, aber das könnten Sie. Ja, das sind ja Ja. dann im Prinzip noch knapp 2 Monate, ne? Das kriege ich aber bis dahin auch irgendwie noch überbrückt. Wird zwar nervig, aber. Bis Weihnachten sind noch 11 Monate, Herr Winkler. Wir haben den 31.11. Ersten, Ja, dann Verzeihung. ist es ja nicht mal mehr ein Monat. Da wird's jetzt. Ich habe noch gar nichts gekauft für meinen Enkel. Was ist er denn bei den Jugendlichen? Ich bin jetzt schon lange nicht mehr im Tal unten gewesen. Was trägt man denn momentan so oberbekleidungstechnisch? Jeans und Pullover. Am Oberkörper? Ja. Und so farblich, so in etwa? Was sollte man da machen? Dunkel. Du, aber Dunkel da. ist immer gut. Ja, aber da wird er ja, wenn der mit dem Fahrrad zur Schule fährt, dann kann man den ja gar nicht sehen, wenn der da dunkel trägt. Ja, dann sollte er vielleicht eine Warnweste anziehen. Die hab ich gekauft. Die haben sie irgend so einer Schaufensterpuppe angezogen. Da haben die richtig Ärger bekommen. Und Echt, ich, ja? ja, und ich war da noch mit im Boot als Anstifter, weil ich dem das geschenkt habe. Sag, ich habe mir in meinem Leben nie was zu Schulden kommen lassen. Ach Sag, ja. da fange ich doch im Alter nicht mehr mit an, ne? So, Herr meine Winkler, Margret wollen Sie hätte bei das auch nicht gewollt. Nee. Herr Winkler, wollen Sie bei Premium-Tipp 49 mal mit dabei sein? Ja, ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten reden kann, ne? Ja, das merke ich. Ja, das Wollen freut mich. Sie bei Premium-Tipp 49 mit dabei sein, Herr Winkler? Was muss ich dafür denn tun? Also, wie ich Ihnen das schon erklärt habe, sind das ja 119 Tipps pro Ziehung. Jeden Mittwoch und Samstag haben Sie das Spiel 77 und Super 6 mit Nochmal, dabei. wie viele Tipps waren das? 119. Oh, das ist aber eine ganz. Ich habe ja damals, also es war das linke Ohr, die Nase und leider auch 3 Finger. Ich habe das nicht mehr so. Das macht immer die Margret hier von nebenan, von der neuen, ne? Die füllt mir meinen Schein immer aus. Aber ich glaube, wenn ich da mit 119 komme, da haut die Nee, mich. das machen wir ja für Sie, Herr Winkler. Das müssen Sie ja nicht machen. Ja, Nee, Sie die müssen Margret, nichts ich kann das ja ausfüllen. gar nicht mehr. Das macht die Margret immer. Soll ich da mal eben Ja. rüberlaufen? Nein, und auch Ihre Bekannte muss das nicht machen. Das machen wir für Sie. Ja? Ach so, das Das heißt, ah, dann ausfüllen. rufen Sie immer Genau. an wegen der Zahlen. Nee, wir schreiben Ihnen. Ja? Das Wir dauert doch schreiben viel zu Ihnen, lange. Sie müssen nichts ausfüllen, das machen wir. Ja? Und Sie kriegen immer die Zahlen zugeschickt, Herr Winkler. Ja, wann denn? Ja? Das geht ab 15.3. los. Ist ja noch sehr lange. Ja, das ist noch Brauchen 2 Monate hin. Sie da 8 Monate Vorbereitungszeit? Heute ist der 31. Januar, Herr Winkler. Ja, heute kommen die Kinder, die Verkleideten. Ich weiß, das ist ganz schlimm. Herr Winkler, ich habe nur noch mal eine Frage. Ja? Ja? Und zwar dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Also eben haben Sie gesagt, Sie haben mit Zeitungen nichts zu tun. Dann hätte ich jetzt doch gern den Tagesspiegel wieder statt der Frau Nein, ich aktuell. möchte nur wissen, wenn wir Angebote haben über Zeitungen oder Zeitschriften, ob wir Sie da anrufen dürfen. Was Ich habe gibt's nichts da mit der denn Frau. aktuell? Das kann ich Ihnen jetzt so noch nicht sagen. Also da rufen Sie dann noch mal an, wenn Sie sich da informiert haben. Genau, oder ein Kollege ruft an. Nee, das ist mir aber nicht so recht, ne? Weil wir haben jetzt ja Okay, gesprochen, ne? dann mache ich Nein rein. Nee, Dann, Herr ich Wink. wollte ja nicht, dass da ein Fremder anruft, ne? Da würde ich mich dann schon gern wieder mit Ihnen unterhalten, weil Sie sich Das ja auch kann. so an meine Kriegsverletzung angepasst haben, ne? Dann, Herr Winkler, Ich würde schicke Ihnen auch ich Ihnen, übrigens, ich habe ja ja. immer noch sehr gute Kontakte, kann ja selber nicht mehr los, aber wenn Sie mal, sagen wir mal, für die Festtagszeremonie, weil es ist ja bald wieder Weihnachten, mal ein schönes Stück Hirsch oder ein Reh brauchen, da kann ich das vakuumiert Ihnen zukommen lassen. Ne? Also nicht, nie irgend so ein, so von der Straße in Polen aufgelesen, sondern halt wirklich, sagen wir mal, von talentierten Jägern halt auch, sagen wir, gejagt und zerlegt, ne? Das ist wirklich sehr nett, Herr Winkler.
Wir haben auch, ich sag mal, was momentan, wir haben, das ist ja hier die Grundschule, ne, in Emskirchen, die bringt ja die größten Talente hervor. Vielleicht kennen Sie den Drachenlord, oder der ist ja weltbekannt, der ist ja hier zur Schule gegangen. Und wir haben der Schule jetzt in seinem Gedenken ausgestopfte Wildsau geschenkt. Die steht da jetzt vor der Tür und hält die bösen Geister fern. Okay. Möchten Sie Herr sowas Winkler, vielleicht für die Firma haben? ich würde mich denn mal melden, wenn Interesse besteht, Herr Ja, Winkler, okay? unbedingt. Wann denn? Sollen wir da Ja, was ausmachen? wenn Interesse besteht, dann rufe ich Sie einfach mal an, Herr Winkler. Die Presse? Nee, ich Sie. Wenn Interesse besteht, rufe ich Sie einfach mal an. Ja, das ist Ja? ja, die Frage ist ja nur, wann wollen wir uns da zusammensetzen? Wenn ich Interesse habe, rufe ich Sie an, Herr Winkler. Wenn Sie Interesse haben, Ja, ich habe ja genau. Interesse, Sie nicht, oder? Das überfordert mich Aktuell gerade kann ich alles. kein Wild gebrauchen, Herr Winkler. Nein, wegen Ihren Angeboten. Ach so, meinen Sie das? Da habe ich jetzt ein Nein eingetragen. Nee, ich wollte da doch mit Ihnen nochmal kommunizieren, wegen der Zeitschrift. Die muss ja ausgetauscht werden. Ja, aber damit, ich habe ja mit der Zeitschrift nichts zu tun, Herr Winkler. Da müssen Sie dann nochmal bei der Frau aktuell anrufen und nachfragen, ob man Ihnen vielleicht was anderes anbieten kann. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie wollen mich wegen Zeitungen anrufen. Ich komme mir so dumm vor gerade. Nein, wenn wir Angebote mal haben. Ja, was denn Ja, zum wenn wir Beispiel? mal, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, was wir für Angebote reinbekommen. Aber wenn wir irgendwann mal Angebote haben, ob wir Sie dann anrufen dürfen. Ja, und wann geht jetzt dieses Gewinnspiel? Das geht in 8 Monaten los, ne? Nee, das geht am 15.3. los, Herr Winkler. Ich freue mich, dass Sie mir so tolle Sachen schenken. Das habe ich ja noch nie erlebt in meinem Leben, ne? Das sind pro Ziehung 2,41 € und im Monat 59,50 €, Herr Ja, das Winkler. ist gut. Die Kohle kann ich gut gebrauchen. Das Haus hat gebrannt vor ein paar Monaten. Das ist Herr nett von Winkler, Ihnen. Können wir, das kommt dann, das ist quasi so ein Rentengewinn. Das kommt dann monatlich, ja? nee, das ist das ganz normale Lotto, Herr Winkler, Ja, wo Sie das. Mittwoch und Samstag mit 119 Tipps spielen. Das mache ich ja hier immer beim Gino am Kiosk. Und von Ihnen kriege ich jetzt 60 € im Monat, ne? Nee, also das kostet 60 € im Monat ab 15.3. Ja, das ist total nett von Ihnen, dass Sie da der Gesellschaft was zurückgeben, ne? Kann Ja, das gut und gebrauchen. wir tun alles für Sie, das heißt, Sie müssen nichts ausfüllen. Das ist großartig, weil seit ich insolvent bin, ist das alles nicht mehr so einfach. Ja, das glaube ich Ihnen. Herr Winkler, ich muss jetzt weitermachen. Ja, Ja, ich schicke Ihnen den Gutschein von Trendhurst zu. das ist klasse. Das kann ich ja so Und in. Zum Mittagessen kommt auch mein Betreuer. Das kann ich dem dann gleich zeigen. Da wird er sich bestimmt auch genau, für mich freuen. das können Sie auf jeden Fall machen, Herr Winkler, ja? Ja? Dann wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag, Herr Winkler. Den wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, ne? Ich danke Ihnen. Machen Sie es Bis. gut. Nochmal, was soll ich machen? Ich Brot? sagte, machen Sie es gut. Ach Haben so. Sie noch einen schönen Tag. Ja, Sie Machen Sie es auch, gut. ne? Bis Ja, dahin. ich danke Ihnen. Bis dahin. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Geil. Oh Mann, ey. So ein netter Mensch und ja, die Lottomasche. Nein, nicht schön.